Sehr gut. Und wo kommen wir hier hin? Ach, das ist das andere Ende von der Stadt, oder wie? Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Ja, Danke für Ihre Kooperation. Danke für Ihre Kooperation. Ja, ich bin jetzt gerade... Er hat mich dahin transportiert, wo ich eh hinfahren wollte. Whatever. Geht's hier lang? Nein. Da ist die Fabrik. Ah, ich sehe sie. Wie komme ich dahin? Hier lang? Nein. Hilfe, wie komme ich zur Fabrik? Karte, hilf. Wo ist die Fabrik überhaupt? Ach, da, der Punkt. Okay. Zoom. Gut, dann fahre ich ja da richtig gerade. Ach, genau, bei der E, wo ist die Karte da? Da können wir doch glatt mal... Wow, so viele Perlen gibt es da noch. Krass. Aber ich denke, den Perlendetektor werde ich erst später benutzen, wenn ich wirklich aktiv nach Perlen suche und selbst keine mehr finde. Sogar diesen Weg haben sie gesperrt. Komm. Normalerweise kam man von hier direkt zur Fabrik. Also ich habe kein Hindernis bemerkt, ihr? Das klingt doch alles relativ einfach. Steuerung. Steuerung. Andocken. Danke. Dichter will ich fotografieren, ich habe ich noch nicht. Ein Vorax Nocturnus. Vorax? Davon sehen wir in letzter Zeit immer mehr. Braucht vielleicht mal eine Vorax-Klatsche. Oder ein Vorax-Spray. Ich weiß ja nicht, ob es sowas gibt. Oder ein Vorax-Fliegennetz. Lasst mich in Ruhe, ihr Mistviecher! Aufgeladen und dann einfach nur in die Fresse gehauen. Egal, solange es wirksam ist. So. Wir können ja kurz fotografieren, um sie an der Gouverneurin zu schicken. Ja, das ist der Code, den wir vor ein paar Tagen entziffert haben. Ich schicke ihn euch. Bist du schon da, Shawnee? Vergiss nicht, dass die Gouverneurin dir helfen kann. Ja, das haben wir gerade gemacht. Ich warte noch auf ihre Nachricht, wenn die da gerade kommt. Wenn er nicht geändert hat, lautet er immer noch viel Glück. Ach so, der Code ist also viel Glück. Ich versuch's mal. Ich versuch mal mein Glück. Jetzt hab ich nicht geguckt, was der Code ist. F6V4. War das richtig? F6V4. Bestätigen. Jawohl. Sesam, öffne dich. Aufzugraum. Ratte! Rattus Gigantus! Großartiges Bild. Ja, kann mir nichts Schöneres vorstellen als ein Bild von einer Ratte. Okay, dieser Film ist voll. Oh, das geht immer so fix. Überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Wie viele Perlen gibt's eigentlich? Wow, 88. Alter Schwede. Das sind ja einige. Und das, was man dann am besten kann, Sachen auftreten. Okay, wir sollten von jetzt an auf Zehenspitzen laufen, Jade. Keine Angst, Onkel Page. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Shawnee, ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Mitgemacht, Chef. Verdammt, hier kommen wir nicht weiter. Kommen wir da weiter? Mistviech. Ja, rechts kommen vorwärts zu machen. Das haben wir ja eben gerade schon in der Fabrik benutzt. Weil nicht in der Fabrik, sondern in diesem komischen Laser-Jumping-Puzzles-Zeugs. Du beißt mich nicht, du dumme Ratte.
Jade, ich komme! Wie war das eben gerade nochmal mit auf Zehenspitzen gehen? Also er kann ja auf Zehenspitzen gehen, aber wenn er dabei durch die Gegend schreit, wie sonst was, dann bringt das mit dem auf Zehenspitzen laufen auch nicht mehr viel. Ah, schön, wie sie immer als Team zusammenarbeiten, finde ich. Brauchst du Hilfe? Dass Paige nicht einfach nur nutzlos ist. Wegen dir werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jade. Oh. Der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. Ha, so viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Au! Boah, Richter hat er recht. Besonders clever ist das Ding nicht. Ein Reaper. Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Und er sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Rohre aufpassen. Es wird zu riskant, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können. Tschüss, Schwein. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Was haben wir denn hier? Los geht's. Ich werde zum Affenonkel. Nichts Persönliches, Jade. Hier werden sogar die Aufzüge misshandelt. Oh, die armen Aufzüge. Halt durch, alter Junge. Onkel Paige wird's richten. Kannst du ihn reparieren? Ich probier's. Aber bitte erwarte kein Wunder. Ach, einfach ein paar Sachen rausschlagen, dann funktioniert das schon. Er braucht einen neuen Schrittmacher. Und dein Job ist es, einen Organspender zu finden. Eine Sicherung. Und wo bitte schön soll ich hier eine Sicherung finden? Er braucht eine. Er ist in sehr schlechtem Zustand. Mit dem Kolben. Hab getan, was ich konnte. Ich hab das Ding einfach wieder reingesteckt. That's what he said. Aber ich repariere meine Sachen auch immer so. Einfach draufhauen, bis alle möglichen Teile rausfliegen und dann funktioniert's wieder. Der Westflügel. Oh. Lastenaufzug direkt voraus, Jade. Ja, gleich. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umgucken. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Das ist Labor. Oh, direkt mal direkt ganz anderer Farbton. Jade, sieh mal die Spuren. Er muss hier irgendwo sein. Und er hat bestimmt Hunger. Ja, aber wir kommen... Du weißt, diese Viecher lieben Schweineländchen. Wir kommen ja aber leider nicht weiter, so wie es aussieht. Das ist eine Elektrobarriere. Und wer außer Vegetariern mag denn bitte schön keine Schweineländchen? Schweineländchen. Ich krieg Hunger. Der Serviceaufzug. Sie kommen von überall her! Oh, nicht gut. Was seid ihr für kleine komische Viecher denn? Kann ich euch fotografieren? Akrobatisch. Oh, ich wurde geblitzdingenst. Ich will die Dinger fotografieren. Oh, lasst mich doch in Ruhe. Dann mal ein bisschen Leben aufhören. Ah, verdammt. Dieser Aufladeangriff dauert so ewig. So, jetzt... Ne, die kann ich anscheinend nicht fotografieren. Sehr gut, dass ich dafür einfach mal ungefähr 5 Herzen verschwendet habe. Nein, nein, nichts zu danken. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Ja, ich gebe dir gleich strahlendes Lächeln. Wo ist denn... Ich möchte das Essen haben, da, danke. Praktisch, dass es sowas gibt, was alle Herzen gleich auffüllt. Paige kommt mit seinen 2 Herzen definitiv besser zurecht. Kein Problem. Einmal hoch, bitte. Und was finden wir jetzt hier? Wo willst du hin? Ich sehe mich da drüben mal um. Okidoki, ich sitz wohl hier fest. Sei vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Was für ein bescheuerter Aufzug, den man nur von außen, aber nicht von innen bedienen kann.
Oh, nein, nein. Oh, Laser. Oh, Mistding. Oh, schöne Kombo. Oh, das war nicht mal Absicht. Aber hat funktioniert. Okay. Und Tür direkt wieder zu. Oh, was ist das? Agent Double J. Double H, nicht J. Und der sieht nicht gerade gut aus. Alles in Ordnung? Hey. Ich sollte vielleicht ein Bild davon machen. Einmal lächeln für die Kamera. An Iris schicken. Bericht veröffentlichen, um die Gouverneure zu überzeugen, den Code zu entschlüsseln. Du hast es, Shawnee. Welchen Code? Das ist der erste Beweis. Die Gouverneurin wird jetzt bereit sein, dir den Code zu schicken. Welchen Code? Programmcode? Ah, da. Den Code vielleicht. Ah, gut. Vielleicht hätte sie uns den nicht vorher gegeben. Das kann ich jetzt nicht mehr überprüfen. Aber egal, wir holen uns den Code ab. Nutri-Pillenfabrik. Geschützter Verschluss. Den Code sollten wir finden können. Ich bleibe in Kontakt. Mach schnell. Ich muss doch Agent Jay retten. Lang muss ich panisch im Kreis rennen. Und schreien. Das sollte funktionieren. So viel dazu. Aber Vorsicht. K5Q8. K... 5 Q, 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 Q 8 bestätigen. Ich mag dieses Ringmenü, das ist stylisch. Und wir finden einen lila Handschuh. Den Gyrodesk-Werfer. Na, ah, sag ich doch. Lila Handschuh. Umschalten, um den Zielmodus zu wechseln. Leichter Maustaste. Oh, cool. Stirb! Stirb, Monster! Stirb! An meinen lila Disk, die ich auf die schleudere. Oh. Bist du okay? Ich würde sagen, der ist super in der Form. Mein Gehirn weich gekocht. Bist du unser Kontakt? Bist du Double H? Nein, weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Hören Sie, Frau Iris. Jade. Mein Name ist Jade. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich behilflich sein. Also bist du Double H? Double H, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur, noch 10 Minuten länger und ich wäre Geschichte. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Agnes. Entschuldigung. Jade. Aber der Helm ist zu gut. Miss Jade, Cyrus. Zu geil. Oh, Perle. Doms Foltergerät. Reden wir doch mal mit dem guten Kollegen. Irgendeine Idee, wie wir wieder rauskommen? Tut mir leid, Miss Cyrus. Ich bin nicht unbedingt in der Verfassung für gute Ideen, aber ich stehe zu Diensten. Okay. Aktion. Carlson und Peter! Ah, der ist ja cool. Ah, geht's ihm jetzt gut? Wo ist er hin? Ah, oh, da unten hängt er. Miss Cyrus, keine Angst! Alles in Ordnung! Ich bin deine Nächste! Okay. Wollen wir mal hoffen, dass es dem Kerl gut geht. Und wir speichern hier mal ab, so langsam. Oh, hab ich die richtige? Iris 512. Das war dumm, das war die falsche Disk. Ich hätte gern die Spiele-Speichern-Disk. Nee. Speichern abbrechen? Ja, ich möchte gerne auf dem zweiten Slot speichern.
zurück im Aufzugsraum. Bei Paige, oder? Ist das nicht der Raum hier? Irgendwo hier muss doch Paige sein. What the? Ah, oh, du bist hässlich. Du bist ja mal richtig hässlich. Das hat super funktioniert, Paige. Ach, immer muss man alles hier alleine machen. Ich wollte es fotografieren. Cyclopius palustris. Dieses Monster ist seit tausenden von Jahren ausgestorben. Naja, anscheinend ja nicht. So. Was schießt auf mich mit grüner Rotze? Ha! Volltreffer. Hilfe? Hilfe, Hilfe, Hilfe? So. Nicht gut. Nicht. Oh. Alter, reg dich doch mal ab. Jetzt nimmt er das arme Schwein als Schutzschild. Nimm dies und das und jenes. Direkt mit den Gyro-Disc-Werfer zum Einsatz bringen. Hilfe, ausweichen. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn der auf mir landet. Und wieder feste drauf. Kann ich ihn runterschubsen? Nein, du landest nicht auf mir, vergiss es. Hier, friss meine rosa Discs der Vergeltung. Ach komm, wie oft muss ich das denn noch machen? Oder mache ich irgendwas falsch? Nee, jetzt will er nicht runterkommen. Ich glaube, ich mache das schon richtig. Ah! Oh nein, jetzt kommt er wieder runtergesprungen. Was? Ah, okay. Er fällt runter. Bye bye! Oh, wieder eine Perle. War das jetzt der Reaper? Danke, Jade. Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet. Oh, muss er immer diese Essenswissen machen? Sei ruhig. Komm, ich du echt Hunger. Du hast mir Hunger. Ich bereue schon, dich gerettet zu haben. Danke, Jade. Sehe ich genauso.